Ich heiße Dimitri und ich mache Musik. Meine Motivation ist, dass ich die Leute, eigentlich, dass ich ein gutes Produkt produziere, gute Musik mache, Musik, die Leute inspiriert und Musik, die echt ist, real ist und auch andererseits Kreatives. Also das, was ich jetzt in letzter Zeit mache, ist so neue Genres ausprobieren und eigentlich das Medium, also das ganze Auditive möchte ich einmal erkunden mit meiner Musik. Ja, früher nicht so, aber ich habe einfach gelernt, wie ich einfach mit meiner Art umgehe und dass ich einfach komplett loslassen kann, wenn es darum geht, komplett abzugehen. Und man muss, also ich war ein bisschen so, wie sehe ich dabei aus früher, aber komm, es ist wirklich wurscht. Und ich brauche keinen Alkohol dafür oder sowas. Ich kann einfach auch Leute, ich finde auch toll, einfach Party zu machen und Leute zu begeistern. Also mit Leuten zu tanzen, das ist für mich das Beste. Vor allem die Leute, die sich nicht so viel trauen, wenn sie sich dann wegen mir mehr trauen. Das ist einfach das Schönste. Und das ist immer mein Ziel bei einer Party, Leute zu begeistern eigentlich. Zu meinen Talenten zähle ich Musik machen. Musik, ach Gott, jetzt habe ich Musik machen gesagt, ich hätte Musik in mehrere Teile runterbröckeln können, nämlich musizieren, improvisieren, rappen, singen, mit dem Programm Autotune umgehen oder ich meine, ein Talent, I guess, ist sich hinsetzen und sich zu konzentrieren mehrere Stunden lang und das durchzuziehen, das kann ich eigentlich auf alles anwenden, lernen, musizieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste, sich hinsetzen und die Motivation finden. Ich glaube, da habe ich gar nichts draufgeschrieben auf den Zettel. Ich glaube, das können am besten meine Freunde beurteilen, weil Interviews führen ohne zu pausieren, das ist ein Tick. Ich spreche Russisch zu Hause. Ich kann auch, I guess, einen Akzent nachmachen für die Zuhörer, Zuschauer. Hallo, ich bin Dimitri. Ich komme aus Russland. Ich mögen Panzer. Ja, meine Mama spricht so. Also, ich werde es am besten wissen. Wurscht. Also, ha, lol, wurscht. Nein. Eigentlich egal, das will ich damit sagen, weil was auch immer mir die Leute anbieten, ich esse es und ich habe auch das Gefühl, wenn ich irgendwie Nein sage, dann ist das, also vor allem als, ich könnte niemals Vegetarier sein, weil ein Vegetarier muss so die ganze Zeit Leuten Nein sagen, nein, ich möchte nichts von dem essen, ich möchte nichts von dem essen, auch wenn sie es dir anbieten und ich kann einfach nicht dazu Nein sagen. Also ich esse natürlich, ich versuche vegetarisch, aber ich würde niemals, wenn mir ein Fleischgericht angeboten wird, Nein sagen. Okay, also ich lache sehr oft, wenn so unangenehme Dinge vorkommen, wo jeder sich denkt, oh Gott, ich möchte nicht, weil ich möchte einfach so dieses Loslassen mit Humor. Ja, also es ist so Anspannung und ich lache diese Anspannung quasi aus und dann dadurch wird die Situation ein bisschen cooler. Zum Beispiel, also es gibt so Tabuthemen, natürlich, jeder weiß Bescheid. Und wenn die angesprochen werden, wenn über die Spaß gemacht wird, ich muss darüber lachen und es ist quasi nicht politisch korrekt, aber ich find sowas lustig. Menschen, Musik macht mich froh und glücklich, sonst würde ich Musik nicht machen, je nachdem was für Musik natürlich. Ja, aber eigentlich vor allem Menschen, weil Menschen sind unberechenbar und man kann über lustige Menschen lachen, man kann über dumme Menschen lachen. Man kann alles lustig finden an Menschen. Das finde ich ganz toll.